Ihr habt Rhabarber im Garten. Ich zeige euch, wie ihr ihn einkochen könnt. Bei Rhabarber müsst ihr einige Dinge beachten. Zuallererst ernten wir sie natürlich, schneiden die großen Blätter runter, die Rhabarberblätter natürlich, das ist Rhabarber. Dann waschen wir ihn gründlich und dann schauen wir weiter. Also wenn wir frisch gewaschen haben, dann sollten wir danach auf jeden Fall die äußerste Haut abziehen. Das geht mit einem kleinen Messer relativ gut. Einfach das oberste Stück mitschneiden und dann sieht man schon, dann gehen die Fäden runter. Wo was dran bleibt, kann man dann noch ein bisschen nachbessern. Warum? Die Haut ist ziemlich zäh. Viele Leute mögen auch den Rhabarber als Kompott überhaupt nicht. Da gehöre ich auch dazu. Aber wenn meine Frau mir einen Rhabarberkuchen macht, also ähnlich wie einen gedeckten Apfelkuchen, nur mit Rhabarberstücken anstatt Äpfeln, dann esse ich auch Rhabarber. Rosmarin übrigens auch, nur in gekochter Form als Kompott bin ich nicht so begeistert von. Das einfach reinschneiden und dann sieht man schon, dann kann man den leicht abziehen. Ja, damit will ich jetzt nicht langweilen. Ich mache schon mal weiter, bis ich die nötige Menge zusammen habe, um euch zu zeigen, wie es weitergeht. Und die letzten zwei Stangen. Da will ich auch noch etwas erzählen zum Rhabarber. Ein Rhabarber, der beinhaltet, je älter er wird, je länger er draußen ist, Oxalsäure. Oxalsäure ist nicht unbedingt gesund. Deshalb gibt es beim Rhabarber eine Muss-Erntezeit oder Muss-Verarbeitungszeit. Bis spätestens Ende, naja, eher Mitte Juli solltet ihr ihn geerntet und verarbeitet haben. Was da noch steht, wächst noch weiter. Das fällt dann irgendwann sich zusammen und dient als Dünger fürs nächste Jahr. Kauft euch dann auch Mitte Juli keinen Rhabarber mehr, wenn ihr keinen zu Hause angebaut habt. Der Oxalsäuregehalt ist dann schon relativ hoch und gesundheitlich nicht unbedingt optimal. Als Imker kennt man die Oxalsäure auch woanders her. Da gibt es eine sogenannte Oxalsäurebehandlung für die Bienen. Aber so ist sie nicht besonders gut. Oxalsäure, man kann Oxalsäure auch hernehmen, außerhalb von der Ernährung, zum Entfernen von Rost. Gibt es auch zu kaufen, Oxalsäure. Und damit kann man dann ganz gut von Spaten oder sonstigem vorsichtig und schonend den Rost entfernen. Weil die meisten Rostentferner sind nicht unbedingt schonend. Wir werden auch wieder einkochen. Ungefähr 40 Minuten bei 80 Grad. 80 Grad sollte ähnlich sein wie Apfelspalten. Das Rezept ist übrigens das gleiche wie mit den Apfelspalten. Ja, ich erwähne es nur noch kurz. Habe ich schon oft genug erwähnt. Wenn ihr leere Gurkengläser habt, große, kleine, mittlere, hebt euch auf. Solange die Deckel innen sauber sind und keinen Rost aufweisen, kann man die zum Einkochen wunderbar hernehmen und man spart Geld. Jetzt schneiden wir die Stücke gleich so, dass sie auf einen Kuchen drauf können. 3-4 cm lange Stücke. Wir machen es so lange, dann kann man es essen. Wo esse ich denn eigentlich ganz gerne? Warum mache ich das so? Da, zum Einkochen. Die sollen nicht weich gekocht werden wie Kompott, sondern die sollen wie die Apfelspalten, die ich für den gedeckten Apfelkuchen eingekocht habe. Das Rezept. Da gebe ich euch den Link oben rechts. Könnt ihr euch das nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Ja, dann kann man damit relativ schnell einen Kuchen belegen. Schon nochmal schütteln, damit das Glas ich ein bisschen zusammensetzt, was drin ist. Frisch geerntet sind die etwas hart noch, aber das macht nichts. Wir wollen dann nachher auch die wieder rausnehmen können, ohne dass sie zerfallen. Also immer wieder schütteln, damit mir reinpasst. Ja, ich glaube, 3 Gläser kriegen wir voll. Wenn sie zu dick sind, kann man die auch mal in der Mitte trennen. Macht gar nichts. Das
Glas schon relativ gut füllen. Aber wir schauen, dass sie nicht über den Rand hier hinwegkommt. Sonst steht euch dann auch das ein bisschen aus der Flüssigkeit raus. Was geben wir da drauf für die Flüssigkeit? Also ich tue jetzt halt ein bisschen Zucker drauf, aber nicht viel. Also einen Esslöffel und Wasser. Mehr ist es nicht. So, Wasser zum Schluss drauf. Bevor wir einkochen. So, das letzte Glas ist nicht mehr ganz voll geworden. Macht aber nichts. Füllen wir trotzdem bis fast oben hier mit Wasser. Ich fülle die anderen zwei noch mit Wasser. Und dann sehen wir uns wieder. Der geht gut zuziehen und dann schauen wir mal, wie kalt unser Wasser ist. Ja, das dauert ein bisschen, bis wir dann sehen, wie viel Temperatur es hat. Es kann auch ein bisschen über 80 haben, wenn man die Gläser reinstellt. Die sind ja mit kühlerem Wasser gefüllt. Ich habe da auch gleich warmes Wasser genommen, damit es nicht ganz so lange dauert, bis sie hochgeheizt sind. Aber wenn wir 80 Grad hier erreichen, dann ist gut. Alles über 70 Grad erzeugt schon Pasteureinheiten. Hier am Thermometer sieht man das bei 75 Grad. Früher hat man 75 Grad genommen als Sicherheitsschwelle. Das ist also das Mindeste, was ihr braucht an Temperaturen. In dem Fall nehmen wir jetzt um 80 Grad und 40 Minuten. Können wir alle drei Gläser gleich auf einmal reintun. Gläser gut zudrehen und reinstellen. Tupft der gerade hier wirklich ein Loch, ich muss das ein bisschen kippen, sonst komme ich nicht rein. Indem man dann das Thermometer reinstecken kann, dann schauen wir, ob das Thermometer auch im Wasser ist. Hier oben ist es. Wunderbar. 80 Grad sind erreicht, jetzt stellen wir unsere Uhr ein hier. Wir haben hier so eine automatische Uhr, kann man ganz gut einstellen. 40 Minuten, dann schaltet die halt automatisch ab. So, die Zeit ist um. Jetzt nehmen wir die da raus und bis jetzt habe ich immer das mit dem Tuch gemacht. Das war mir jetzt auf Dauer zu gefährlich. Ich habe mir etwas Schönes gekauft. So eine Zange für Gläser. Die ist wirklich praktisch. Jetzt haben wir die Gläser draußen. Lassen wir sie noch abkühlen und dann sind sie eigentlich fertig. Ich hoffe, sie sind nicht zu weich geworden. Das erste Mal, dass ich das jetzt richtig ausprobiere mit denen, aber von der Idee her und von der Praxis müsste das gleiche sein wie das mit den Apfelspalten. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mal vorbeischaut.